Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Wer Geld liebt, braucht immer mehr. Unsere Habe nützt uns überhaupt nichts, wenn wir einmal vor Jesus stehen. Jesus aber sagt dir immer Versorgung zu. Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Ich möchte euch heute einiges über Wurzeln erzählen. Und ich habe gar nicht gedacht, dass so vieles in der Bibel über Wurzeln steht. Und die Natur gibt uns da auch viele Beispiele. Jede Pflanze hat ihre spezifische Wurzeln. Und es gibt keine Pflanze ohne Wurzel. Und eine Wurzel hat die Kraft, sich durch Beton oder Asphalt zu bohren. Habt ihr das schon einmal gesehen, wenn sich der Asphalt so hebt und dann Risse bekommt und auf einmal kommt ein Blümlein da heraus oder ein Gras oder was auch immer. Und das schiebt kontinuierlich durch diesen dicken, festen Asphalt. Ohne Wurzel ist kein Wachstum möglich. Und aus der Wurzel kommt auch die Nahrung für die Pflanze. Und auch im geistlichen Bereich ist es so. So wie unsere Wurzeln beschaffen sind, bekommen wir Nahrung. Da, wo unsere Wurzeln sind, ernähren wir uns. Und welche Wurzeln, ist die Frage, hat unser geistliches Leben? Biblische, christliche Wurzeln, esoterische Wurzeln, humanistische Wurzeln, buddhistische Wurzeln oder was auch immer. Nachdem unsere Wurzeln sind, werden auch unsere Früchte sein. Also da, wo wir unsere Nahrung herbekommen, wie unsere Wurzeln sind, so sind dann auch die Früchte. Ein Baum hat schlechte Früchte, wenn die Wurzel krank ist oder angefressen oder abgestorben. Und das ist ein Bild auf unser geistliches Leben. Kranke Wurzeln weisen auf eine falsche Nahrung hin. Angefressene Wurzeln. Und das ist, wenn der Feind an unserer Existenz nagt, egal in welcher Form. Abgestorbene Wurzeln haben wir, wenn wir geistlich tot sind. Und die Bibel sagt uns, dass ein Baum, der faule Früchte hat, abgehauen wird. Das heißt, wenn unsere geistlichen Wurzeln falsche Nahrung bekommen oder angefressen sind vom Feind, bekommen wir faule Früchte. In Galater 5, 17 und 18 lesen wir von der Nahrung, die unsere Wurzeln speisen können. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist, und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Und hier sehen wir ganz deutlich die gegensätzliche Nahrung. Geist oder Fleisch. Das, was wir wollen oder das, was Gott will. Und wohin das führt, wenn wir die falsche Nahrung in Anspruch nehmen, lesen wir gleich im nächsten Vers. Und da heißt es, offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Ehrgeiz, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Das, was wir hier gelesen haben, sind Wurzeln, die unser Leben bestimmen, genährt mit falscher Nahrung. Da sind auch ganz banale Dinge darunter, wie zum Beispiel Neid, Eifersucht oder Streit. Jeder hat dies schon erfahren in seinem Leben.
aber dies können ganz starke Wurzeln werden, dass sie unser Leben zerstören können, wenn wir das gewähren lassen in unserem Leben. Ein Wurzelbollwerk, was in diesem Vers nicht erwähnt wird, ist die Unvergebenheit. Tiefe Wurzeln sind Bollwerke in unserem Leben. Und eine solche tiefe Wurzel zum Beispiel ist Bitterkeit, die aus Unvergebenheit resultiert. Wenn wir nicht vergeben, werden wir mit der Zeit bitter. Hebräer 12, Vers 15. Dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch beunruhige und die vielen durch diese verunreinigt werden. Solche Wurzeln verunreinigen uns und auch andere, die um uns herum sind. Ein Gift in unserem Leben, das wir weitertragen. Bitterkeit, Missmut, negative Aussagen, Depressionen. Und jeder merkt es um uns herum. Diese schlechten Wurzeln bedürfen einer Behandlung. Und wenn ein Mensch krank ist, unterzieht er sich einer Behandlung beim Arzt. Und wenn wir geistlich Hilfe brauchen, bedürfen diese Wurzeln eine Behandlung vom himmlischen Arzt, also Wurzelbehandlung. Folgedessen müssen wir auch zum himmlischen Arzt gehen. Und wie macht man das? In der Bibel steht Folgendes, Psalm 50, Vers 15. Und rufe mich an am Tag der Not, ich will dich erretten und du wirst mich verherrlichen. Ein wunderbares Rezept. Wir dürfen anrufen am Tag unserer Not. Anrufen, wenn wir Hilfe brauchen. Anrufen und wir werden gehört. Alle unsere Nöte ausbreiten und sie abladen am Kreuz. Wir bekommen dann Vergebung für alles, was wir falsch gemacht haben. Und wir bekommen Antworten auf unsere Nöte. Und dann fließt Heilung. Heilung für alle unsere Nöte und Befreiung. Es gibt eine Wurzel, die in der Bibel ganz besonders erwähnt wird. 1. Timotheus 6, Vers 10. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Es gibt viele Wurzeln, die unser Leben durchbohren, aber dies ist eine der massivsten. Diese durchbohrt unsere Seele und will uns nicht loslassen. Geldliebe ist eine besondere Wurzel, weil da alles Böse daran hängt. Das heißt, es zieht alles Schlechte nach sich. Zum Beispiel Ängste oder Geiz, Hartherzigkeit, Habsucht oder Selbstbezogenheit, Macht und Ausbeutung. Das heißt, wer Geld hat, hat auch Macht. Beziehungsweise Geld gibt einem Macht. Und deshalb kann man auch eine gewisse Geldgier feststellen. Was ist Geldgier? Geldgier heißt, man ist gierig. Man will alles haben. Man hat nie genug. Hauptsache mir geht's gut. Lukas 12, Vers 15. Er sprach aber zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor aller Habsucht, denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Das ist ein ganz wichtiger Vers für uns. Unsere Habe nützt uns überhaupt nichts, wenn wir einmal vor Jesus stehen. Wir werden einmal von Jesus nicht nach dem beurteilt, was wir haben, sondern wie wir unser Leben gelebt haben. Matthäus 6, Vers 19 bis 21. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel,
wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Prediger 5, Vers 9. Wer Geld liebt, wird des Geldes nicht satt. Und wer den Reichtum liebt, nicht des Ertrages. Auch das ist Nichtigkeit. Das heißt, wer Geld liebt, braucht immer mehr Besitz. Und das hat vor Gott überhaupt keine Bedeutung. Es ist nichtig, heißt es hier. Ja, Judas war geldliebend. Wir kennen die Geschichte. Geldliebe war der Punkt, wo Satan ihn packen konnte. Geld war ihm wichtiger als Jesus. Und auch die Pharisäer waren geldliebend. Lukas 16, 13 und 14. Und da heißt es, kein Haussklave kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Dies alles hörten aber die Pharisäer, die geldliebend waren, und sie verhöhnten ihn. Wir können nicht Gott dienen und gleichzeitig auch dem Mammon. Es kann nur eines davon an erster Stelle stehen, entweder Gott oder der Mammon. Wenn wir diesen Bibelvers genau lesen, sehen wir, dass dadurch ein Anspruch, Herr zu sein, entsteht. Und materielle Dinge können Herr in unserem Leben sein. Das heißt, sie haben Herrschaft über uns, über unser Leben. Und Geld ist Macht und deshalb so verführerisch. Ja, wir haben da die Herrschaft über bestimmte Dinge oder können die Herrschaft über bestimmte Dinge erlangen. Keine andere Wurzel bringt uns in eine Machtposition wie die Geldliebe. Wenn jemand reich ist und nicht unter der Herrschaft des Heiligen Geistes lebt, der kann die ganze Welt ins Unglück stürzen. Psalm 62, Vers 11. Vertraut nicht auf Erpressung und betrügt euch nicht durch Raub. Wenn der Reichtum wächst, richtet euer Herz nicht darauf. Und erstaunlicherweise sagt uns die Bibel auch, dass daraus Erpressung und Betrug entsteht. Die Bibel kennt auch die tiefsten Abgründe unserer Menschenseele. Die Bibel sagt uns aber nicht, dass wir nicht reich oder wohlhabend sein dürfen, sondern wir sollen unser Herz nicht daran hängen. So auch die Bibelstelle, dass eher ein Kamel durch ein Nadelöhr geht als ein Reicher in den Himmel. Und der Grund ist, dass man sein Herz daran hängt. Die Einstellung, die man dazu hat. Abraham war reich. Er war sehr reich. Hiob war reich. Und wir lesen das von vielen anderen in der Bibel auch. Auch im Neuen Testament lesen wir von gläubigen Menschen aus der Oberschicht und die bestimmt nicht arm waren. Reichtum ist nicht das Problem. Das Problem ist, was machen wir damit? Sprüche 11, Vers 24. Da ist einer, der ausstreut, und er bekommt immer mehr. Und einer, der mehr spart, als recht ist, und es gereicht ihm nur zum Mangel. Und das ist Geiz. Ist das nicht ein erstaunlicher Vers? Es ist ein Geheimnis Gottes und das Prinzip der Saat und Ernte. Je mehr wir ausstreuen, je mehr bekommen wir. Und wenn wir geizig sind, haben wir Mangel. So lesen wir es hier. Die Bibel sagt uns, wir sollen Gutes tun und freigebig sein. 1. Timotheus 6, Vers 18. Gutes zu tun, reich zu sein, in guten Werken freigebig zu sein. Und das ist das Gegenteil, was die Welt anstrebt. Die Welt sagt,
was ich habe, das habe ich. Alles meins. Man gibt höchstens mal an Weihnachten einige Euro an eine Hilfsorganisation. Hebräer 13, Vers 5. Der Wandel sei ohne Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Und das ist eine Verheißung Gottes, dass er dich versorgen wird. Aber der Wandel sei ohne Geldliebe. Satan sagt dir immer, es reicht nicht. Das bisschen Geld, das du hast, es reicht nicht. Jesus aber sagt dir immer Versorgung zu. Matthäus 6, Vers 31 bis 33. So seid nur nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen. Denn nach diesem allen trachten die Nationen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Und hier lesen wir, dass unser himmlischer Vater weiß, dass wir Essen, Trinken und Kleidung brauchen. Und wenn wir Jesus an die erste Stelle setzen, werden wir das alles haben. Er sagt uns hier in diesem Bibelvers diese Grundversorgung zu. Gott ist unser Versorger. Er sagt es uns zu und er wird niemals davon abweichen. Wie gehen wir mit unserem Geld richtig um? Zuerst müssen wir uns bewusst sein, dass alles, was wir haben, Gott gehört. Es kommt von ihm. Wir sind nur Verwalter von dem, was er uns gegeben hat. Es ist Segen Gottes. Und Satan hat die Kontrolle über den Mammon dieser Welt. Dadurch sehen wir, dass wir besonders sorgfältig damit umgehen müssen. Und wir müssen unsere Finanzen unter die Herrschaft Gottes geben. Bei Jesus hatte das Geld den richtigen Stellenwert. Auch Jesus hat zum Beispiel seine Steuern bezahlt. Und auch wir sollen unsere Steuern in rechter Weise bezahlen. Er hat dabei recht unkonventionelle Mittel angewandt, aber er sagte, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und dies ist die Geschichte von dem Fisch, der die Münze im Maul hatte, mit der die Steuern bezahlt wurden. Matthäus 17, 27. Jesus sagt in diesem Zusammenhang noch etwas Interessantes. Markus 12, 17. Jesus aber sprach zu ihnen, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und sie verwunderten sich über ihn. Und jetzt erhebt sich die Frage, was gehört Gott eigentlich? Gott gehört alles. Alles, was wir haben, ist ein Geschenk von ihm, beziehungsweise der Segen Gottes. Wenn Gott unsere Hände Arbeit nicht segnen würde, hätten wir nichts. Wenn Gott uns nicht Weisheit für unsere Arbeit geben würde, würden wir wahrscheinlich nicht effektiv arbeiten. Wir sind die Verwalter, aber was will Gott konkret von uns haben? Und wir kommen hier unweigerlich auch auf den Zehnten und das Hebopfer zu sprechen. Zum ersten Mal lesen wir in der Bibel vom Zehnten bei Abraham. Das war die Zeit, wo er noch Abraham hieß, also ganz am Anfang. 1. Mose 14, 18 bis 20. Und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus, und er war Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gesegnet sei Gott, der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem.
Nach dieser Begegnung mit Melchisedek, der ein Bote des Höchsten war, erkannte Abraham, wer Gott war. Nämlich derjenige, der Himmel und Erde besitzt und gemacht hat. Er erkannte, wer Gott war, und darum gab er ihm den Zehnten von allem. Aus Dankbarkeit, aus Ehrfurcht und aus Freude. Und das ist wichtig zu erkennen, ein wichtiger Punkt für uns. Niemand sagte Abraham, er solle Gott den Zehnten geben. Er wollte Gott seine Dankbarkeit erweisen. Auch bei Jakob sehen wir diese Einstellung. Auch er gibt aus freier Willensentscheidung, nachdem er Gott in seinem Leben erkannt hat. Niemand sagte diesen beiden, dass sie den Zehnten geben sollen. Mehr als 400 Jahre später legte Gott dieses Prinzip als Pflicht bzw. Gesetz für die Israeliten fest, und zwar bei Mose. 3. Mose 27, 30. Und der ganze Zehnte des Landes, vom Samen des Landes, von der Frucht der Bäume gehört dem Herrn. Es ist dem Herrn heilig. Gott gab dies als Richtlinie für das Volk, damit sie Segen hatten. Er hat quasi den Segen gesetzlich verordnet, weil sie es nicht gemacht haben, zum Beispiel wie Abraham oder Jakob. Das Geben des Zehnten wurde also nicht als Gebot für die Israeliten eingeführt, sondern es war schon von Anfang an da. Es ist keine Motivation aus dem Gesetz heraus, sondern aus der Motivation der Liebe und Dankbarkeit unserem Gott gegenüber. So wie bei Abraham und Jakob, und das war 400 Jahre, bevor Gott Mose das Gesetz gab. Und diese Motivation gilt im neuen Bund erst recht, da wir jetzt Gnadenzeit haben und allen Grund zur Dankbarkeit. Wir sind nicht mehr an das Gesetz gebunden, sondern wir geben unseren Zehnten freiwillig, wie Abraham und Jakob. So wie es schon vor der Gesetzgebung war. Und dieses Prinzip bleibt ewig gültig und wird nicht ungültig im neuen Bund. Sprüche 3, Vers 9 und 10. Ehre den Herrn mit deinem Besitz, mit den Erstlingen all deines Ertrages. Dann füllen deine Speicher sich mit Vorrat und von Most fließen über deine Keltern. Wir bringen Gott nicht unseren Zehnten dar, um von ihm gesegnet zu werden, sondern weil wir die Gesegneten des Herrn sind. Und das ist ein großer Unterschied. Und das ist auch der springende Punkt bei der Auswirkung unseres Gebens. Geben wir unsere Gaben, weil wir gesegnet sind, öffnen wir dadurch die Schleusen des Himmels. Wir geben aus Dankbarkeit. Geben wir, um von ihm gesegnet zu werden, ist das eigentlich die falsche Motivation. Und wir erhalten garantiert nur einen kleinen Teil dieses Segens. Versteht ihr den Unterschied? Wenn wir geben aus dem Grund, dass er uns segnet, ist das die falsche Motivation. Geben wir aber, weil wir gesegnet sind von ihm, aus Dankbarkeit, dann füllen sich unsere Speicher, so wie es hier in diesem Bibelvers steht. Dann werden wir den Segen haben. Wir können Gottes Verheißungen nicht kaufen. Es kommt auf die Herzenseinstellung an. Wenn wir Gott unseren Zehnten geben, erkennen wir ihn als einzige Quelle unserer Versorgung an. Und wir distanzieren uns vom System der Welt und bekennen vor der Finsterniswelt, dass unsere Finanzen unter Gottes Herrschaft und Versorgung stehen. Das ist ein Akt in der unsichtbaren Welt, ja, dass wir Satan zeigen, unsere Finanzen stehen unter Gottes Herrschaft.
nicht unter dem System der Welt. Wir erklären unsere Unabhängigkeit von Satan. Der Zehnte ist zu unserem Nutzen, nicht zu Gottes Nutzen. Lasst uns Acht haben, damit unser Leben keine schlechten Wurzeln bekommt. Unser Leben soll gespeist sein von der Güte und Liebe Gottes, dass unsere Wurzeln davon gespeist werden. Wir brauchen nicht den Dingen der Welt nachzulaufen. Wir haben einen großen Gott und der versorgt mit allem, was wir bedürfen. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.